Wir haben hier einen tödlichen Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Maxedil-Leonberg und Ramschpau. In einer Ortsverbindungsstraße ist in einer langgezogenen Linkskurve ein Motorradfahrer mit seiner BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen den Beton einer Autobahnunterführung geprallt. Der Unfallverursacher bzw. der Motorradfahrer war sofort tot. Die Identifizierung des Fahrers dauert noch. Wir müssen das erst mit den Angehörigen durchführen. So wie es ausschaut, ist er ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ein entgegenkommendes Fahrzeug ist zwar durch die Unterführung gefahren, es war aber noch ausreichend Platz. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder dass dieser entgegenkommende PKW am Unfall beteiligt ist. Der Fahrer hat ja einen Helm auf, aber der hat in dem Fall bei diesem schweren Aufprall nichts genützt. Der Aufprall war direkt auf dem Beton dieser Autobahnunterführung. Bei relativ hohen Geschwindigkeiten, die ein Motorradfahrer innerhalb kürzester Zeit oder innerhalb kürzester Strecke erreicht, hat da nichts mehr geholfen bei einem Aufprall auf einem festen Gegenstand.